Willkommen zurück zur Guild Wars 2 Woche, zum fünften Teil und den letzten Teil der Woche. Ich hoffe, es hat euch bisher soweit gefallen. Heute ist ein Meta-Event dran, das letzte aus HOT, Heart of Thorns. Und über das LFG-Tool kann man sich immer super Gruppen suchen, wenn nicht viel los ist. Bei mir ist jetzt aktuell noch nicht so viel los, aber schon einiges. Wir haben drei Kommandeure und ja, was ich euch zeigen wollte, man sollte zumindest einmal dieses Event komplett mitmachen. Denn man bekommt einen super coolen Ley-Linien-Konverter, wenn man den Erfolg Meister oder Meisterin des Mauls von Mortremus macht. Da muss man den Wurm, das Maul von Mortremus, in 20 Minuten besiegen. Das klappt mittlerweile sehr, sehr gut. Und dann bekommt man hier diesen Ley-Energie-Materie-Konverter. Den zeige ich euch einmal ganz kurz. Dann müssen wir auch schon zur ersten Wegmarke, weil es schon richtig losgeht. Wir haben hier vier Beutel und wir können super cooles Zeug daraus kaufen. Man sieht schon hier für normale Sachen, das ist kostenlos. Dann haben wir hier für die Ley-Linien-Kristalle als Währung. Wir haben hier die Aurelium-Klumpen, heißt Austaria. Und hier die Luftschriftteile. So, ohne jetzt viel Zeit zu verlieren von diesem Event, gehen wir mal hier zur Wegmark und gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ich wollte schon zwei Stunden zuvor mit dieses Event machen, aber es war einfach leider nichts los auf den Karten. Es ist jetzt auch schon gestartet. Der Paktangriff geht in einer Minute 43 los. Wir haben jetzt so kleine Vor-Events, die man machen muss. Es ist wirklich selbsterklärend. Ich bin gerade, glaube ich, eben ein bisschen falsch abgebogen. Vor lauter Gebabbel. Man sieht, hier ist schon unser Kommandeur. Und doch, wir hätten doch da unten reingemusst. Moment, 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 Moment. Jetzt muss ich selbst kurz einmal gucken. Ich meine, wir haben hier unten eine Höhle. Genau, wo wir rein dürfen. Und ja, ich habe es eben ein bisschen vergessen zu erwähnen, aber ich habe einen neuen PNG-Tube gemacht und freue mich sehr diesbezüglich. Den habe ich mir zum Geburtstag selbst geschenkt und eine kleine Katze, unsere kleine Betty. Wir müssen jetzt hier so Kugeln sammeln, die nehmen und nach oben bringen. Wir haben hier so Hüpfpilze, die kann man auch nur benutzen, wenn man es gelevelt hat über die Beherrschungspunkte. Und muss nach oben, nach oben, nach oben. Ziemlich weit. Und dann kann man das so einem Typi geben. Und hat seinen Mini-Event-Bonus schon. Seinen Fortschritt hier. Rata Novus Computer. Da packt man das rein. Oh. Irgendwas ist gerade gescheitert. Das ist eigentlich nicht so gut. Wir gehen mal wieder hier raus. Wir sind jetzt hier bei der nächsten Wegmarke. Ich weiß nicht, ob das ein sehr wichtiges Event war, was wirklich gelingen muss. Wir sind auch noch nicht so viele. Aber hier hinten der Event-Mensch läuft. Genau. Eskortiert die Truppe zum Mordrim-Fernspucker. Ah, guckt mal, hier haben wir schon einen Champi. Ziel identifiziert. Aufgeladen. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. Geht scheint's doch direkt gut los. Ich bin weder hier noch dort. Okay, den haben wir auch schon. Das läuft. Okay, war scheint's doch nicht so schlimm, dass dieses Event jetzt gescheitert ist. Also bei uns sind es 12 in der Gruppe. Wir können ja gerade nochmal hier reingucken ins LFG-Tool. Also ich hoffe, es sind noch ein paar mehr Leute unterwegs auf der Karte. Wir sind hier recht viele, das sollte gut gehen. Weil das Wichtigste ist, hier unten in diesen drei Kammern, wo die Heldenpunkte sind, da rennen wir rum und müssen alles gleichzeitig kaputt machen. Wenn wir da halt nur so ein paar Leutchen sind, geht das nicht so gut. Und das Maul am Ende auf dieser Plattform, das muss man dann auf jeden Fall in 20 Minuten schaffen, damit man den Erfolg bekommt. Da sind aber unsere Wachsamen, die wir eskortieren müssen. Und dann geht man Schritt für Schritt weiter, macht die Events, die hier auf. Wir haben auch einen Kommi, der hier viel kommuniziert und geschrieben hat, dass es drei Linien gibt. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, nur nicht irgendwo drin stehen.
Wir haben hier die Linie, wo wir sind. Dann haben wir hier diese Linie und wir haben hier diese Linie. So, jetzt müssen wir aber hier mal wieder konzentrieren, dass wir hier nicht sterben die ganze Zeit. Ja, und mit der Folge ist die Woche Guild Wars dann auch schon rum. Ich fand es wirklich cool, auch wenn es viel auf einmal aufnehmen war und viel Videos in einer Woche hatte man aber trotzdem auf jeden Fall einen guten Videofortschritt, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, bisher hat es dir auch soweit gefallen. Sims wird dann irgendwann die nächste Woche starten. Ich muss mal gucken, wie ich es hinbekomme, wann genau. Da werde ich dann noch Info weiterleiten, aber das interessiert ja meistens die Guild Wars 2 Zusehenden jetzt nicht so. Aber das wird auch noch heiß. Wir haben dann auch mal eine Woche, wo keine Guild Wars 2 Videos kommen. Damit das für alle gleich ist. Genau, das Ding wird dann als nächstes bekämpft. Boah, mein Leben. Heidi, wird's geil. Okay, erfolgreich. Das war jetzt erfolgreich. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht füllt sich die Karte auch noch. Die Doljaks. Da haben wir einen Dolly und da haben wir einen Dolly. Aber wir haben auf unserer Seite doch einige. Also, ich weiß ja nicht, wie viele insgesamt da sind. Aber hier haben wir doch einige bei uns. Das ist gut. Brauchen wir auch. Okay, jetzt haben wir hier irgendwas oben. Genau, und dann immer die mit den X hier, soweit ich weiß. Oh, da liegt jemand. Schnell aufstehen. Schnell, 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 schnell. Oh nein, da liegt der Nächste. Oh Gott, oh Gott. Okay, man sieht auch hier diese Linien. Das macht er 2-3 Mal. So, den haben wir auch. Und jetzt dürfen wir ihn jetzt kaputt machen oder müssen wir es dann nochmal machen? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event. Dauert lange. Okay, das hat geklappt. Da haben wir die erste Kiste. Und wir kriegen Macheten. Die kann ich euch am Ende auch noch zeigen, wo ihr euch die nachkaufen könntet, wenn ihr jetzt noch keine habt. Ich hole mir die über den Konverter. Jeden Tag eine raus. Und wir haben hier schädliche Kapseln, die man dann mit diesen Macheten öffnen kann. Und die braucht man vor allem für legendäre Waffen aus Generation 2. Die Dinger nicht, aber ja, wir brauchen manche zum Kämpfen. Haben wir hier noch eine Kapsel? Hier da vorne links. Und dann geht es auch schon weiter. So. Der Menge hinterher. Aufgeladen. Und, oh Gott, der Komm hat kaum Leben. Da dürfen wir jetzt hier entlang. Ah, guck mal, da ist auch noch eine schädliche Kapsel. Gefällt mir. Zack. Na komm. Aufgeladen. Das ist ein bisschen blöd. Ich komme hier oft nicht hoch. Und Mordemos wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Die Wut ist mein. Und das Schöne auch wieder an dem Event ist, dass jede Reihe, Linie, Line, die man da lang abläuft, hat andere Eventaufgaben, die man da zu machen hat. Und das ist halt echt cool. Heißt, man kann jede mal mitmachen, sollte man auch, weil jede Linie einen bestimmten Erfolg auch hat.
gerade die Endbosse unten bei den Heldenpunkten. Es ist ein bisschen verwinkelt, wenn man sich aber an die anderen hält, geht's. So, ich meine, wir müssten doch jetzt auch die... Der Komm ist jetzt nach oben. Ich glaube, das hat was mit zu tun, genau, wegen denen da. Wir können da mal hingehen. Viele bleiben dann da in dem Kreis, manche gehen wieder zurück. Das ist immer so ein bisschen... Gucken, okay, wie viele Leute sind da. Aber es ist wirklich ein cooles Event. So, hier haben wir noch eine schädliche Kapsel. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Wir machen hier mit. Genau, wir haben hier auch so Legenden bei. Heißt gerade Weekly PvE. Kann man da schon einiges Gutes abschließen. Aber wir sind noch nicht fertig in der Höhle. Ich glaube, das ist das jetzt mit diesen komischen Käfern, wo man da was am Machen ist. Hi, machen wir euch mal kaputt. Das ist auch erfolgreich gewesen. Perfekt. Okay. Dass es für eine anständige Schlacht reicht. Ja. Jetzt, da wir euch helfen, muss Mordremos einfach fallen. Okay, okay, okay. Wir werden den Drachen unsere vereinten Kräfte spüren lassen. Genau, wir haben dann hier pro Wegmarke. Ich mache das immer so, ich mache das am Ende, dass man 6 Wegmarken so abportet und hat dann hier die ganzen schädlichen Kapseln. So, wo müssten wir weiter? Ich meine, wir müssen hier weiter nach unten laufen. Zeige ich euch dann aber am Ende, weil ich mache das immer am Ende. Das ist ein bisschen einfacher. Oh, okay. Also man sollte doch noch nicht so weit nach vorne, dass man hier auch alles mitkriegt. Genau, weil wir hier haben ganz viele Champions. Oh, da liegen welche. Ah, jetzt muss ich mich bewegen. Irgendwas zu melden? So, nächste Legende. Genau, das sind die, meine ich, die man... Wow, okay. Okay. Was hat der denn für ein Problem? Da halten wir mal direkt ein bisschen ab. Ich meine, das sind die, die man alle mal mitgemacht haben muss. Da gibt es pro Seite 3, 4, 5 Stück. Die dann auch Erfolgspunkte, Beherrschungspunkte gibt. Alles unter Heart of Thorns. Widerstand des Drachens. Oh, da ist jemand tot. Ja. Uah! Oh mein Gott. Uah, oh mein Gott, Hilfe! Oh Gott, jetzt sind hier hinten auch noch welche gekommen. Okay, mir schreit es links ins Ohr rein. Aber seitdem ich das jetzt mache, damals zu Beginn, ist es das hin und wieder mal gescheitert. Aber seit 3, 4 Jahren ist das nie gescheitert bisher. Also man hat da eine gute Chance, dann den Erfolg zu bekommen. Den Ley-Energie-Materie-Konverter sich dann auch zu holen, um da seinen Loot zu tauschen. Um da seine Währung dann auch zu tauschen. So, dann helfen wir dem mal hier hoch. Und wuseln uns so Stück für Stück hier weiter durch. Wow, ich hab dich, oder? Ja, ich hab dich. Oh mein Gott. Ja, toll. Schnell aufstehen. So. Welcher? Wo? Die können wir leider nicht jetzt irgendwie helfen, die Tiergefährten. Mich bringt nichts zu.
Jetzt bin ich ganz tot. Okay. Zack, einmal zurück zur Wegmarke. Also das geht. Die werden dann Stück für Stück freigeschaltet, sodass man immer wieder nachrücken kann. Ja, mein neuer PNG-Tube. Ich finde sie so, so cute. Ich finde, sie passt total zur letzten End of Dragons-Erweiterung, die damals rausgekommen ist mit diesem Grün. Ich bin zwar nicht so die Grün-Maus, aber das finde ich dann doch echt cool passend. Und die Betty ist jetzt nach rechts gewandert, weil das sonst zu viel gewesen war. Und sie tätschelt unseren Wolf. So. Genau, hier ist auch noch eine Schild. Die können wir mal ganz kurz aufmachen. So, jetzt haben wir den Feuerspucker gleich. Oh, hier liegen sie alle auf einem Haufen. Los, abstehen, Leute. Es ist ein Riesengemetzel, kann man dazu nur sagen. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend. Wie, wo, was. Aber es geht. Jetzt haben wir sogar zwei Stück gekriegt. Heißt, man kriegt schon so ein paar zusammen, um dann die schädlichen Kapseln zu öffnen. Genau, jetzt ist das mit den Käfern, glaube ich, dran. Dafür müssen wir dann hier irgendwo rein. Genau, und zwar diese Käfer müssen wir zu diesen Pilzen machen. Genau, und die krabbeln dann hier raus und wir müssen unseren Weg hier reinbahnen. Alle Käfer in den Schackbau durchgegangen. Mit ein paar von den Knollen, die man da drin findet, könnt ihr sie sicher besänftigen. Treibt einen Käfer in die Nähe einer Knolle und trampelt dann darauf herum. Habt ihr gehört? Den Käfer beruhigen und zur Rückkehr bewegen. Genau, also die reden schon, man muss es halt dementsprechend schon ein bisschen lautern. Der Korm ist jetzt hier irgendwas am Kommunizieren. Wir nehmen uns den Champi noch mit hier. Bitte lasst mich noch draufhauen. Macht gibt mir recht. Dass ich mein Weekly schon ein bisschen abschließen kann. Haltet sie mir vom Leib, ja? Das ist nicht gerade einfach hier. Ich werde das spürt euch ihr noch tagelang. Die Luft nicht ist jetzt. Niemals. So. Das hätten wir. Weiter so. Dürfen wir da dann jetzt gleich rein? Oder wie sieht's aus? Wir können sie einsetzen, um den Drachen auszuschalten. Genau, da ist er. Du musst zurück, mein Freund. Du musst zurück. Aufgeladen. Komm mal zu uns, Mr. Käfer. Los jetzt, komm. Genau, komm. Los jetzt. Komm, 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 komm. Los. Weil die müssen halt genau in der Nähe dieses Pilzes sein. Und dann darf man stampfen und dann werden die grün. Ist auch okay, wenn man zwei da reinholt. Da kommt schon der nächste. Ich glaube, wir haben nur noch zwei Stück. Das sieht man hier oben auf der Karte. Und das ist halt echt schon cool gemacht. Das muss man wirklich sagen. Genau, hier dieses Gift. Hier sollte man wirklich nur reingehen, wenn man die Beherrschung gelevelt hat. Sonst stirbt man hier und fällt um wie eine Fliege. Mich bringt nichts zu Fall. Los, komm. Wir müssen hier hin. Komm, 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 komm. Sehr gut. Sie mit Hilfe der Sporen zu beruhigen. Haben wir jetzt alle? Ich glaube schon, oder? Wir können sie einsetzen, um den Drachen auszuschalten. Haben wir geschafft. Perfekt. Geht rucki-zucki wirklich. So, wo sind die Käfer? Es wird fleißig diskutiert. Keine Ahnung, was sie da drinnen treibt, aber es funktioniert. Schön weiter trampeln. Okay, da ist ein Käferchen. Die brauchen halt so ein bisschen, bis die von da unten dann hier sind. Ah, da sind neue gekommen. Schaut, schaut. Seht ihr? Da sind neue. Da ist noch einer. Wir können sie einsetzen, um den Drachen auszuschalten. Das war jetzt der Komm, glaube ich, der gezeichnet hat. Die Käfer haben sich beruhigt. Okay, jetzt haben wir es doch geschafft. Schauen wir mal, was sie gegen Mordremos Diener ausrichten können. Sie sind groß genug, um den Angriff anzuführen. Okay, dann sollen sie mal den Angriff anführen. Und wir haben wieder was geschafft. Die nächste Wegmarke. Wir sind jetzt kurz vor dem Schluss und dürfen jetzt hier den großen Weg, der uns Richtung Mordremos Kampfarena, sage ich jetzt mal, dazu führt. Und da haben wir auch schon irgendwas, wo wir wieder kämpfen dürfen. Oh, da ist wieder eine Legende.
Kann man die schon angreifen? Ja, oh, und die macht wieder so ein Wirbelgedöns. Wow. Okay. Ja, diese Striemen, man sieht die manchmal schon. Wenn man da so voll am Rumwuseln ist, gucken, wo sind die Typen und du willst alles... Oh, ja, klar. Und du willst alles ankämpfen, achtet man leider nicht so sehr auf den Boden, wie man sollte. Dann wäre nämlich einiges einfacher. Hebt mich bitte mal auf. Oh, da ist ein Nekro gewesen. Sehr cool. Sehr cool, Leute. Oh, hier ist jemand fast ganz tot. Schön aufstehen. Los, 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 los. Und wenn nicht, bitte aufstehen und von der Wegmarke kommen. Das ist dann schneller, als wenn wir hier alle wiederbeleben. Okay, es war erfolgreich. Der Champion ist tot. Da haben wir einen nächsten Champion. So gut für... Oh mein Gott, mein Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war heftig. So. Da haben wir noch welche. Was das bedeutet, was die da oben drauf haben, keine Ahnung. Ich würde es versuchen, immer als erstes kaputt zu machen, bevor man gegen was anderes geht, weil die haben meistens, denke ich, Priorität. Genau, wir sind auch schon vor dem Tor. Hier geht's dann durch. Oh Gott, hier liegen sie alle rum. Hier liegen sie alle rum. Oh Gott. Schnell. Oh mein Gott. Zurück, okay, wir sollen zurück, 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 zurück. Genau, da kommt noch ein Champi. Juhu! Ich werde euch alle vernichten! Es ist schon manchmal ein bisschen wild, aber total cool. Man hat mehr zu machen allgemein als wie bei Taria oder in den verschlungenen Tiefeln, wo man dann den Dschungelkönig macht. Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Aber ich finde es cool. Schade, dass sie das nicht bei allen Karten so gemacht haben, dass man so ein großes Meta-Event hat, statt so tonnenweise kleine. Aber gut, wir nehmen das, was wir kriegen. Und wir haben sogar schon Daily fertig. Nice. Ich bringe immer etwas. Das freut mich. Und Weekly sieht auch schon voll gut aus. Nicht schlecht. Okay. Unsere Käfer begleiten uns. Damit sie uns... Ich meine, die machen hier diese Schutzschicht damit kaputt. Genau, wir haben insgesamt, ich glaube, 2 Stunden Zeit für das Ganze. Karte schließt zumindest. Da kommt halt, denke ich, auch darauf an, wie viele Events scheitern. Aber bisher ist es so groß noch nie gescheitert. Also ich habe noch nichts mitbekommen. Wo es scheitern kann, ist das jetzt, was wir hier haben. Der Rest eher weniger. Man muss immer schön zusammenbleiben und laufen. Wenig stehen bleiben. Und die Teile sind Priorität, dass wir die kaputt machen. Man splittet sich so ein bisschen auch. Wie man sieht, die nächsten gehen dann schon dahin. Man muss das so lange wiederholen, hier im Kreis rennen, bis alle 3 gleichzeitig kaputt sind. Und das wird einem angezeigt, irgendwo hier, alle 3 Kommandeure bezwingen. Genau, ich glaube, das ist das hier. Und so leid mir es tut, wenn ich hier mitlaufe und irgendjemand stirbt, den hebe ich nicht auf. Das würde ich auch keinem groß empfehlen. Dann sollen sie lieber nachkommen und von der Wegmarke aus wieder herporten, weil das hat keinen Sinn. Da kommen so viele kleine Viechchen auf einmal um die Ecke gedüst. Das macht keinen Sinn. Genau, manche bleiben dann hier in der Mitte und machen die Legende. Ich glaube, das sind die Kommandeure. Und man muss auf jeden Fall Mordrim-Türme deaktivieren. Es ist halt Teamwork. Also man kann hier kein Solo-Ding machen. Man guckt, okay, viele sind jetzt hier, manche bleiben da. Na komm. Wieder auf den Beinen. Dann kommt's. Raketenhieb.
Diese Bewahrer sind Heiler! Schaltet sie aus! Was? Wer? Wo? Genau, und die mit dem X sind Priorität kaputt zu machen. Wenn man dann auf diesem Ring rumrennt. Die kommen immer irgendwo mal vorbei. Ey, schubst mich doch nicht. Am Anfang fand ich es ein bisschen kompliziert zu wissen, okay, wo musst du denn jetzt als nächstes hin? Was hat jetzt Priorität? Priorität, soweit ich das weiß, haben diese Dinger, die außen kommen, der in der Mitte und natürlich die hier mit dem X-chen drauf. Und dann heißt es in der Mitte rennen und gucken, dass alle gleichzeitig. Ein Kommandeur ist schon bezwungen worden. Und alle drei vermordeten Türme deaktivieren. Davon sind 2 von 3 schon deaktiviert. So. Und das Schöne ist, die Kriegsklaue kann im Kampf aufgestiegen werden. Das ist halt mega cool. Okay, die ist kaputt und man kann sich jetzt rein deutsch den Heldenpunkt dann auch holen. So, weiter geht's. Oh, ich hoffe, wir kriegen es hin, aber ich denke schon, das sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ja, mein Gott. Ah, guck mal hier. Hier ist das Teil wieder, was wir jetzt kaputt machen müssen. Und da haben wir noch so eine Elite. Da sind nur die Dschungelranken. Da ist so ein Teil. Genau, da ist wieder so eine Elite-Fritze. Und da haben wir wieder einen X-chen mit Veteran. Und ein Champi ist auch bei. Genau zur rechten Zeit. Na los, weiter, 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 weiter. Habt ihr gesehen? Da waren so, ist so ein Gespenst gewesen wie bei Halloween. So cool. Halloween startet auch bald wieder, soweit ich weiß. Bin mal gespannt, wann genau. Ah, habt ihr gesehen? Jetzt ist das Ding wieder da, weil wir zu lange gebraucht haben, scheint's. Weil die müssen, wie gesagt, gleichzeitig kaputt gehen. Und das ist das eigentlich, was so am schwierigsten ist, meiner Meinung nach. Das kann halt echt immer so ein bisschen dauern, bis das dann funktioniert. Okay, wir müssen auf jeden Fall schneller sein. Macht gibt mir recht. Da kommen sie wieder. Erst Verteidigung, dann Angriff. Überall. Das ist ein Andenken an mich. Mich bringt nichts zu fallen. Aufgeladen. Moss, ey Moss, mit meiner Hand. Oh Gott. Denkst du gerade bis in der Zombie-Apokalypse? Ja, toll. Macht ihn kaputt, los. Oh mein Gott. Aufgestanden, umgefallen. Aufgestanden, umgefallen. So, okay. Wir laufen aber jetzt weiter. Und stürzen uns hier ins Gefecht. Okay. Okay. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt alles stehen und liegen lassen. Hauptsache versuchen, auf ein Reittier zu kommen. Und da haben wir es geschafft. Wir haben das Vor-Event, würde ich jetzt mal sagen, fertig gemacht und dürfen jetzt gegen das Maul kämpfen. Und da würde ich dann wirklich auf die Himmelsschuppe gehen. Da wir von der Plattform auch runtergeheatet werden, weil der Kopf knallt so drauf und dann zerbricht diese Form. Das ist echt cool gemacht. Wir haben jetzt auch hier die Wegmarke freigeschaltet. Das heißt, wenn wir umfallen,
können wir da auf jeden Fall wieder hinporten und weiter dran teilnehmen. Und jetzt heißt es, in 20 Minuten den Kopf besiegen. Und das sind die Plattformen. Wer das Leylinienkleiden fertig hat, kann dann mit diesen Dingern hier durchdüsen. Wer die Himmelschuppe gemacht hat, dass sie in den Aufwind kann, kann das auch benutzen. Das ist wirklich cool. Heißt, man kommt... Diese Inseln bestehen aus kondensierter Leyenergie. Genau. Verhindert, dass das Maul von Maldremos die ganze Leyenergie absorbiert. So, ich mache jetzt mal hier die Karte ein bisschen kleiner, dass wir mehr sehen, wo was ist. Genau. Dem ewigen Willen, genau. Wir sind auf Plattform 7, Schützen. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen und gucken, wo der Kopf dann kommt. Der kommt irgendwo. Ich bin froh, euch hier bei mir zu haben. Okay, bei uns ist irgendwas. Es blinkt. Ah, hier kommt der Kopf. Ne, das ist doch cool. Da ist er. Guckt. Oh mein Gott. Oder? Schaut ihn euch an. Da ist er. Uah. Heftig, oder? Aufgeladen. Heftig. Genau, und jetzt heißt's bekämpfen. So, jetzt geht er auf eine andere Plattform. Jetzt ist halt die Frage, wo genau er... Genau, wir haben hier so eine Kapsel, die jetzt gekommen ist. Die muss man kaputt machen. Oder das ist der Schwanz von dem. Und hier haben wir den Kopf und da hinten haben wir die Kapsel, genau. So rum. Aufgeladen. Das sieht Wahnsinn aus, oder? Das ist unsere Chance. Los, auf ihn! Wahnsinn, oder? Und jetzt dürfen wir kämpfen. Da müssen wir aber aufpassen. Wie gesagt, der haut, der spuckt. Dass wir da dann nicht durch die Plattform fallen. Aber man kommt auf die Himmelsschuppe. Das geht echt gut voran. So. Wo geht er jetzt hin? Vernichtet die Blumen, die den Fluss der Leyenergie stören. Blumen. Gehört? Blümchens. Hier, Blümchens, Blümchens, Blümchens. Kann man gut mit der Himmelsschuppe von Weitem drauf knallen. Aufgeladen. Aber mein Werk ist noch nicht voll. Erfolgreich gewesen. Okay, so. Einmal hier rüber. Erfolgreich gewesen. Oh nein! Steh auf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, guckt. Leylinienkleid. Das ist so cool. So. Und jetzt. Wir haben ihn schon fast zu 50%. Das Maul von Maldremos ist drauf und dran, diese Plattform auseinanderzureißen. Habt ihr gehört? Jetzt brauchen wir CC. Oder da. Der Rest von euch kümmert sich um die Maldrem-Scharfschützen. Genau. Diese Insel in Stücke. Verlangsamt ihn. Greift seinen Kopf an. Wo ist sein Kopf? Wo zeigt er? Hier, ne. Zwei vereint. Da ist sein Kopf. Genau, da ist hauptsächlich CC. Dass wir... Dass er es nicht kaputt machen kann. Ich habe euch im Visier. Aufgeladen. Der ist verteilt. Habt ihr gesehen? Das ist mein Werk. So, aufstehen und weiter kämpfen. 12%. Ich weiß gar nicht, wie weit man den kaputt machen muss, aber der fliegt dann irgendwann weg. Und geht dann hoch in den Tunnel. Uah! Okay, ups, ups, ups. Uah! Okay, okay, okay. So, einmal hier in den Aufwind. So. Da haben wir noch eine Plattform. Guckt, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Da ist Maldremos Maul und sein Kopf. Der kracht jetzt da so durch. Das ist so cool gemacht. Lass die Kreatur nicht entkommen. Auf den Baum, schnell! Nicht nötig. Er stirbt. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und somit auch das letzte Event, das vierte, was es mit der Erweiterung gab und immer noch gibt und was wirklich super cool ist, haben wir geschafft. Wir dürfen jetzt noch unsere Belohnungstruhe looten, direkt oben, wo der Kopf ist. Da müssen wir dann hochfliegen. So, da haben wir es.
Teilnahme 200. Wir kriegen drei Geisterscherben. Das ist für mich mega gut. So, und schaut hier. Zack. Wir haben einiges. So. Einmal geht's nach oben. Ui, das ist so cool, dass sie das mit reingebracht haben, dass man da hochkommt. So, hier haben wir den Helikopterpack-Dingsbums. Und hier vorne ist dann die große Truhe, die wir looten dürfen. Wir haben natürlich hier dann auch noch einen Verkäufer. Der ist hier links. Einen Händler, eher gesagt. Der verkauft uns auch Schlüssel und diese Macheten. Eher gesagt. Genau, hier mit den ganzen drei Kartenwährungen. Aber die kann man auch am Anfang machen. Und was jetzt noch ganz cool ist, wir haben hier im Chat hat einer schon was gepinkt. TM, genau. So, hier ist es erst. Oder ist der schon kaputt? Mal gucken. Wir haben dann noch so TMs, das sind diese Schatzpilze. Und die darf man kaputt machen. Da vorne ist er. Schnell, Soraya. Schnell, 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 schnell. Da ist er. Seht ihr den Kleinen da rumflitzen? So, den haben wir. So, wo ist der Nächste? Zack, hier ist der Nächste. Ab in zur Wegmarke. Das macht man am besten direkt. Weil, ich meine, sind das nicht die Pilze, die einem ein Item geben können? So unsichtbare Schuhe, die bis zu 2000 Gold irgendwie wert sind. Und man sollte jetzt nicht damit seinen ganzen Skills auf was wie viel K hoch kloppen, dass die einen längeren Ladebildschirm haben, auch noch die Möglichkeit haben, drauf zu hauen. Weil der geht schon relativ flott, die Karotte kaputt. Aber es sind gar nicht so viele, die die machen. Den nächsten haben wir gemacht. Sehr cool. So, wo ist der nächste? Nördliches Lager. Da sind sie schon alle. Schaut, guckt, wie schnell der runtergeht. Wahnsinn, oder? Ruckzuck. Und das Coole ist, der gibt jedes Mal eine Geisterscherbe. Okay, einer schreibt hier gerade die nächsten Mini-Schatzpilze, also die TM-Welle. Das sind scheinbar drei Wellen oder zwei Wellen, kommt um 28. Also in 7 Minuten. Heißt, wir können anfangen bei den Wegmarken. Zack, 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 zack. Unsere schädlichen Kapseln zu öffnen. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an. Genau, wie gesagt, ich mache das zum Schluss ganz in Ruhe, weil wir jetzt halt auch die Zeit haben zum Erkunden. Heißt, wer Kartenerkundung noch macht, der kann jetzt schnell, während er von Wegmarke zu Wegmarke portet, die schädlichen Kapseln gerade öffnet, auch in Ruhe dann die letzten Punkte, Heldenpunkte, Sehenswürdigkeiten, Wegmarken schaltet man soweit alle frei. Da muss man sich nicht drum kümmern, aber auch gerade Panoramen, dass man die sich dann holt. Und man kriegt aus den Kapseln gerade dieses Kristallinerz sehr, sehr gut raus. Es sind zwischen 5 und 7 Stück. Da habe ich eine vergessen. So, nächste Wegmarke. Zack. Und dann haben wir die Guild Wars 2 Woche zu meinem Geburtstag schon fertig. Ich hoffe, es hat dir wirklich soweit gefallen. Und ich freue mich dann, wenn wir am Montag ganz normal wieder weitermachen. Montags gibt es Guild Wars, freitags gibt es dann Sims 4. Und ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich super gerne über einen Like und einen Kommi von dir freuen. Wenn du ganz neu sein solltest, ganz spontan hier auf das Video geklickt haben solltest, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Vergiss die Glocke nicht, damit du jedes neue Video nicht verpasst. So, wir gehen jetzt zur nächsten Wegmarke. Und ja, ich finde es cool. Ich hoffe, dir gefällt mein neuer PNG, mit dem ich jetzt in Zukunft mehr Interaktion mit euch machen kann. Ich finde sie ganz cute. Ich finde sie echt ganz, ganz cute. Ich dachte mir so irgendwie, komm, ich habe meine Gaming-Katzendame, zwar noch nicht so lange, die ist bei Sims jetzt immer noch aktiv. Dafür Guild Wars dachte ich mir irgendwie, komm, wir machen einen anderen. Und ich habe sogar für Halloween ein paar ganz cute gefunden, die werden wir dann auch zu Halloween sehen. Deshalb, man hat hier wirklich Zeit ohne Ende.
die Kapseln zu öffnen. Die Beute der Schlacht. Und manchmal sind sie ein bisschen versteckt, aber die haben immer diesen, ich weiß nicht, ob man das sieht, dieses, so ein Leuchten an sich. Hier ist noch ein Geschwindigkeitspilz. So, hier sind wir auch fertig. Und dann müssen wir mal, wenn wir alle Wegmarken durch haben, unsere Tasche angucken, was wir alles so gekriegt haben. Man kriegt schon guten Loot, muss man schon sagen. Da oben ist auch eine. Manchmal muss man so ein bisschen nach unten, nach oben gucken. Es sind immer so ein bisschen auch Versteckte bei. So, da haben wir sie. Die Beute der Schlacht. So, da ist ein Signalfeuer. Sieht soweit gut aus. Wir haben hier scheint's alle. So, jetzt haben wir noch zwei Wegmarken. Und zwar hier die. Und eins unten drunter dann noch. So, genau, hier geht's los. Gut, hier sind wir am Anfang jetzt wieder, wo ich gesagt habe, man kann auch am Ende das in Ruhe dann machen. Ist jedem natürlich selbst überlassen. Ich mache es gerne zum Schluss dann. So, wo haben wir noch was? Wir haben hier hinten noch zwei Stück. Aufgeladen. Eine gebührende Belohnung. Und wir gehen zur letzten Wegmarke. So, da haben wir sie auch schon. Aufgeladen. Da ist 2, 4, 5. Sechs Stück sind es, glaube ich. Eine gebührende Belohnung. So, da haben wir auch noch ein bisschen Leiden. Aufgeladen. So, haben wir's. Wow. Ich bin gerade ein bisschen baff, dass wir es haben. Aber ja, wir haben es geschafft. Genau, wie gesagt, man hat jetzt noch genügend Zeit, um die Karte zu erkunden. Es steht jetzt aktuell nur noch Erkundung und sobald es dann einen bestimmten Zeitraum hat, kriegt man die Zeit dann auch angezeigt. Denn die Karte schließt dann und rebootet so in dem Sinne. Und ich habe was fürs Weekly geschafft. Meine 10 Events. Sehr cool. Dann sind wir am Ende der Guild Wars 2 Woche. Wir gehen einmal aus dem Einsatztrupp raus, winken zum Abschied. Und ja, ich hoffe, es hat dir wirklich soweit gefallen, die Woche. Wenn wir das mal öfters machen sollten, kannst du es mir gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben. Da muss ich mal gucken, wie ich das so einplanen kann. Ich bin nebenbei, wie gesagt, im Endspurt meines Studiums, bin auf Praxissuche, werde da wahrscheinlich auch, während die Videos jetzt rauskommen, schon unmittelbar vielleicht sogar am Arbeiten sein. Das heißt, es wird vielleicht alles auch ein bisschen runtergeschoben vom Aufnehmen. Ich möchte hier an der Stelle auch einfach nochmal Danke sagen. Für die ganzen Kommis, für die Likes und gerade für die Abonnenten sind fast 500. Wir haben fast die 500 geknackt, kann ich gar nicht glauben. Mein Kanal, ich weiß gar nicht, wie lange ich den jetzt schon habe. Ich werde es dir mal einblenden, wie lange der jetzt schon aktiv ist. Und ich freue mich einfach nur darüber. Es ist ein Hobby für mich, rein hobbymäßig. Es ist schön, so ein Hobby wachsen zu sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall am Montag wieder. Da geht es dann ganz normal, regulär wieder weiter, so wie es sonst immer ist. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.